Heute trafen sich im Rahmen der neuen Regelungen für die letzten Schulwochen in diesem Jahr der Bildungsminister Heinz Fassmann, Stadtrat Peter Hacker und Christoph Wiederkehr, der Vizebürgermeister von Wien. Dementsprechend wurde der hier sichtliche Testpass heute vorgestellt. Dieser Testpass ist für alle Schulstufen. Hier, man sieht es, kann eingetragen werden. Testungen werden dreimal pro Woche stattfinden. Dass ein Kind negativ getestet wurde, es wird ein entsprechendes Stickersystem kommen, sprich nach jeder Testung erhalten die Kinder einen Sticker, den sie hier einkleben werden. Die Testungen werden dreimal pro Woche stattfinden. Die Tests gelten dann 48 Stunden beziehungsweise das Pickerl auf dem Testpass, das gilt 48 Stunden. Weitere Tests werden nicht notwendig sein, das heißt, Kinder können dann entsprechend mit diesem Testpass auch in den Eissalon gehen, die Gastronomie besuchen oder auch zum Friseur. Dementsprechend vorgestellt wurden auch die Pilotprojekte zu den Gurgeltests, welche ebenfalls an 10 Wiener Schulen stattfinden sollen. Hier geht es darum, neue PCR-Testungsweisen zu ermöglichen, beispielsweise mit alles gurgelt. Anhand der Gurgeltests soll auch ein leichterer Umgang mit den PCR-Tests erprobt werden. Wie gesagt, derzeit sind es 10 Schulen, die hier im Verfahren sind und einiges, das in den kommenden Wochen auf uns zukommt. Der Bildungsminister sprach auch kurz an, dass die Inzidenzwerte sich derzeit in einem sehr guten Bereich befinden. Auch bezüglich der Impfungen von Lehrern hat es geheißen, dass entsprechende Impfangebote da sind und diese auch genutzt werden können.